Herzlich willkommen zu einem Projekt, das wir uns seit wie vielen Jahren vornehmen, Martin? 17, glaube ich. Ungefähr. Circa zum Start von GameTube haben wir uns gedacht, wir wollen auch mal alte LucasArts-Adventure spielen und wir fangen natürlich mit dem obskursten und vielleicht aber auch schönsten an, nämlich Loom von 1990, damals erschienen für, ich weiß gar nicht für welche Systeme, PC auf jeden Fall, Amiga, glaube ich. Ja, und wir sollen einen Schwierigkeitsgrad wählen. Für Hilfe schaue ins Loom-Handbuch. Ich schaue jetzt mal ins Loom-Handbuch. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, dass Anfänger lächerlich ist, Standard normal ist und Experte ganz schön tricky ist. Kurz zur Erklärung. Bei Loom löst man Rätsel damit, dass man Melodien auf einem Zauberstab spielt. Wenn man Experte wählt, muss man die komplett nach Gehör spielen. Bei Standard sind zumindest die Notennamen mit dabei, also zum Beispiel C, D, E, F, G und so weiter. Okay. Was meinst du? Was sollen wir Experte riskieren und Ich uns auf glaube, unser Gehör verlassen, oder? du spielst eh und ich rede klug mit rein und bei diesen Soundsachen höre ich eh nichts. Du bist der Musiker hier, von der überlasse ich dir die Entscheidung. Ich habe aber kein absolutes Gehör. Ich würde jetzt für Okay. Standard plädieren, wenn Dann nicht, machen wir das. dass wir, genau, also Standard ist normal und wir wollen euch ja das Spiel auch so zeigen, wie es ursprünglich gedacht war und das werdet ihr auch gleich sehen, was das bedeutet. Ich klicke jetzt mal auf Standard und dann gucken wir uns das Intro an und dann mehr dazu. Viel Spaß bei Loom. Wach auf, Sohn der Zügner, dein 17. Jahr bricht soeben an. Die Ältesten möchten dich gleich sprechen, der Hohe Rat erwartet dich in der Kammer des Webstuhls. Eine Nachrichtenfee hat noch nie eine so helle gesehen. Einer der Ältesten muss sie gesponnen haben. Besser, ich gehe mal ins Dorf. Und da geht's auch schon los. Da fragt ihr euch jetzt, was soll das alles? Das werden wir gleich noch erklären, beziehungsweise wir geben euch den Tipp, wenn ihr die Vorgeschichte von dieser Szene hier kennen wollt und wissen wollt, wer der hier ist und wer die Ältesten sind und wer Cygnar ist und, dann hört euch das Hörspiel zu Loom an, das damals dem Spiel beigelegen ist auf einer Audiokassette 1990. Das haben wir bei uns im Kanal hochgeladen. Die Folge ist schon verfügbar, also guckt einfach in die Playlist, da ist die Folge schon mit drin. Es geht ungefähr eine halbe Stunde, das habe ich mir auch schon gerade angehört. Und ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt auswirkt. Aber da wird ja schon einiges erzählt. So über zum Beispiel den Hauptcharakter und so ein bisschen den Hintergrund der Welt, der Insel. Loom ist der Name der Insel, auf der wir uns befinden. Ja. Mal gucken. Also ich fand das jetzt schon ganz gut, dass ich das gehört habe. Ich habe das jetzt die Tage zum ersten Mal gehört. Damals haben wir uns das irgendwie nie angehört. Und es funktioniert auch ohne, aber wir empfehlen euch trotzdem, euch das anzuhören, weil es gibt der Welt ein bisschen mehr Hintergrund und wir wissen dann auch, wer Bobbin, unser Held hier, den wir hier sehen, ist. Und Willst du etwa sagen, dass genau. deine selbstbeschrifteten Diskette damals nicht die Audiokassette beilag? Nein. Na gut, wir haben eine Nachrichtenfee bekommen. Wir haben eine Nachrichtenfee bekommen und ja, und Bobbin steht hier auf dieser Klippe und ein klassisches Interface, Maus, Point-and-Click-Adventure. Ich kann mir hier den Sternenhimmel anschauen oder dieses Blatt. Das ist ja cool, dass jeder Hotspot dann unten immer so einen Zoom hat. Richtig, Blatt. Das letzte Blatt für dieses Jahr. Lesen wir die Texte vor, ja, oder? Hast du jetzt angefangen, kann man ruhig machen. Ja. Aber jetzt hat er es einfach fallen lassen, der Depp. Ah, mei, er ist halt einfach ein Depp. Dämmerung. So, dann laufe ich jetzt mal runter hier. Wir spielen die EGA-Version mit Adlib Sound Synthese. Warum spielen wir die in Anführungszeichen hässlichere Version? Es gibt auch eine VGA-Version, die ist allerdings auf dem PC nicht ganz vollständig. Da fehlen einige Grafiken. Es gibt auch eine Talkie-Version mit englischen Sprechern und die kompletteste Version oder ja, die mal erschienen ist für die japanischen Computer FM Towns. Die hat komplett die VGA-Grafiken und irgendwie die Tonspuren und eine bessere Musik. Aber an die ist nicht mehr ranzukommen. Und wenn man die Entwickler dieses Spiels fragt, allen voran Brian Moriarty, damals bei Lucasfilm Games, dann sagt er, die EGA-Version, die wir hier sehen, ist die, die eigentlich die intendierte war. Und ich finde, die EGA-Grafik verfälscht
fantastisch von diesem Spiel. Also die Jüngeren werden jetzt sagen, was soll denn der Scheiß, aber wenn ihr die mal mit VGA vergleicht, ich finde die hier einen Ticken stilvoller. VGA wirkt halt wie künstlich nachgemalt hinterher. Muss ich mir mal anschauen, weil ich kenne die gar nicht. Ja. Aber ich muss sagen, gerade in der Szene zum Beispiel davor, so mit dem Nachthimmel und dieser dunklen Insel, das sieht total schön aus. Ja, und das sind wohlgemerkt nur 16 Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm. Ne? Und da haben sie schon echt viel rausgeholt. Was man vielleicht wissen muss, wenn Leute das nicht kennen, 16 Farben heißt nicht, dass das ganze Spiel insgesamt nur 16 Farben hat, sondern pro Bild können halt maximal 16 Farben gleichzeitig da sein. Aus einer Palette und von wie viel waren es? 256 oder so? Weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber der Trick ist halt, wenn gute Grafiker und Leute mit gutem Gespür für eben Design und Grafik können dann halt immer genau die richtigen 16 Farben für jede Szene aussuchen, um diese Palette halt ein schönes Bild zu malen. Und da sieht man schon große Unterschiede in den EGA-Spielen. Manche sehen halt totale Grütze aus, also auch damals schon und heute noch mehr. Und manche sind auch heute wirklich noch schön anzuschauen. Natürlich so pixelig, aber von der ganzen Stilsicherheit oft echt die, schön. Die Auflösung war bei den VGA-Spielen nicht anders. Das ist eine Auflösung von 320x200. Aber okay, genug Technikgefasel. Wir heißen Bobbin Threadbare, sind 17 Jahre alt geworden an diesem Tag. Wie gesagt, die Vorgeschichte hört ihr im Hörspiel. Und wir gehören zur Gilde der Weber, die auf dieser Insel namens Loom, das englische Wort für Webstuhl, residiert. Bobbin muss mit den Ältesten sprechen, auch das erfahrt ihr in der Vorgeschichte. Und was ihr im Hintergrund hört, ist ein Stück von Peter bzw. Piotr Tschaikowski aus dem Ballett Schwanensee. Da werden wir noch mehr hören, denn das zeichnet dieses Spiel auch ein bisschen aus. Viel von dem Soundtrack, wenn nicht sogar alles in dem Spiel, ist Musik aus Schwanensee. Und das passt fantastisch zu diesem Spiel, vor allem weil das Motiv des Schwans wir immer wieder sehen werden in diesem Spiel. In diesem Fall ist es das Stück Pas de Trois 1 Intrada Allegro aus Akt 1, Song 4 aus Schwanensee. Merkt euch das wird am Ende abgefragt. Genau. Ich gehe jetzt hier mal in dieses Zelt rein. Geh mal rein. Ihr merkt schon, das Zelt ist von innen größer als von außen. Das ist ein bisschen wie bei Loaded Weapon. Der Wohnwagen. Ja. So, und da latscht. Und hier ist zum Beispiel so geil gemacht, dass mit einer Farbe hier diese Tuchschatten, beziehungsweise diese Tuchverwerfungen. Ah, zwei Farben. Das ist noch so ein hellblau. Ja. Nur ein Highlight. Ich finde das toll. Das ist auch toll. Das kann ich mir hier das nicht Wandteppiche anschauen. Du hast das noch nie gespielt, oder? Nein, ich habe das noch nie gespielt. Das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe meine aktive Spielerkarriere fing so 1992 an, glaube ich, als wir den ersten PC hatten. Und da hat man natürlich die aktuellen, die neuen Spiele gespielt, 92, 93. Und dann war es dann eher sowas, die nächste Runde von LucasArts Adventure und Doom und sowas. Dann. Mhm. Und dann spielt er so ein EGA-Scheiß ja nicht. Ich fand das damals toll. Ich habe es natürlich auch erst ein bisschen später gespielt, so ab 92, als ich meinen PC hatte. Aber da hat man ja von LucasArts alles rauf und runter gespielt, beziehungsweise da von Lucasfilm Games. Und ich mochte das hier immer sehr, sehr gerne. Ich habe es aber bestimmt auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Das ist ein Teil des langen Wandteppichs. Die Fäden beschreiben die Erschaffung der Welt und das Vorbeiziehen der beiden Schatten. So klar kann man das jetzt auch einfach so spielen und jetzt mal das in sich so aufnehmen. Aber ich merke jetzt schon so, dass die Wichtigkeit, so was hat es eigentlich mit dem Weben auf sich und was ist das für eine Insel? Das schon, also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch das Hörspiel an. Wie gesagt, geht eine halbe Stunde, das lohnt sich schon. Hier ist ein anderer Teil des langen Wandteppichs. Wir werden beschreiben den Aufstieg der Gilden und die Geschichte der Weber. Die Buntglasfenster kannst du nicht anklicken? Nee. Ist das automatisch, wenn du Mouse-Over gehst, schon immer das unten, wenn ein Hotspot ist, dass das immer erscheint? Okay. Ich muss draufklicken und dann, wenn ich in der Nähe bin, erscheint ja, glaube ich, der Text und dann kann ich es abrufen. Mm. Aber es hat noch nicht das Werbeinterface, was dann später. Nee. Naja, gab es vorher schon. Gab es ja bei Indiana Jones and the Last Crusade schon, was, glaube ich, ein Jahr vorher erschienen ist oder im gleichen Jahr. Bei Zack McCracken und Maniac Mansion von 87 und 88 gab es es auch schon, aber bei diesem brauchen wir das nicht. Ah, nochmal, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Diese typische Charakter wendet sich zum Spieler bei LucasArts. Seltsam, das Ende des Teppichs ist abgerissen worden. Ah, jetzt haben wir das leider verpasst. Aber ihr habt es ja gelesen. Ihr könnt ja zurückspulen. Wir nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht. Hier stehen die. Sieht aus, als ob die Ältesten beschäftigt sind. Da störe ich besser nicht. Ihr habt den Bericht des Hohen Rats gehört, Dame Hatchell. Was habt ihr zur Verteidigung zu sagen? Ich habe weder Verteidigung noch Entschuldigung, ältester Atropos. Meine Taten sprechen für sich selbst. Keine Verteidigung, nicht einmal Reue?
Diese Rücksichtslosigkeit darf nicht geduldet werden. Warum hörst du nicht auf uns, Hatchel? Du hast doch sonst die Regeln der Gilde auf den Buchstaben genau befolgt. Sag uns, was in deinem Herzen vorgeht. Der Junge muss die Wahrheit über seine Herkunft erfahren. Sein Talent erwacht. Bald wird er die Gabe des Webens besitzen, ob wir ihm helfen oder nicht. Wir sollten es nicht wagen, Bobbin zu verlieren. Alte, starkköpfige Närrin. Die Geheimnisse, die du Cygnas Sohn verraten hast, kann er gegen uns einsetzen. Deswegen hat der Rat doch verboten, dass er das Weben erlernt. Genug, Lachesis. Wir müssen unsere Entscheidungen nicht erklären. Es schmerzt mich, die vielen Jahre aufrichtiger Treue so enden zu sehen. Aber die Weisheit der Ältesten steht außer Frage. Das ist die oberste Regel unserer Gilde. Auch deine andere Schülerin, Lady Cygna, erlitt die Strafe für Verrat vor 17 Jahren in genau dieser Kammer. Du hättest ihre Lektion besser lernen sollen. Mein Schicksal ist in eurer Hand, Älteste. Unsere Hände sind leer, Hatchel. Blick noch einmal auf den großen Webstuhl, vielleicht siehst du dein Schicksal kommen. Denn nun schlägt die Vorsehung zu. Oh. Ein Schwanenei. Seltsames Schicksal. Der Spruch hat sonst immer funktioniert. Hört! Ich hörte einen Schrei draußen. Die Gilde wird angegriffen. Wer wagt es, den heiligen Webstuhl zu entweihen? Das ist das Handwerk des Dämonenjungen. Töte ihn, solange du noch kannst, Atropos. Oh. Verflucht für immer sei der Name Cygnas Sohnes, das Kind des Webstuhls, Bobbin Threadbare. Und die Hatchel hat sie in ein Ei gleich verwandelt. Die Hatchel ist ein Ei geworden, ja. Okay. Wir können ja dazu sagen, die Cygna ist Bobbins Mutter. Die ist aber nicht mehr da. Cygna übrigens das lateinische bzw. französische Wort auch für Schwan. Und Bobbin, das ist ja wunderbar, alle sind abgehauen. Keine Erklärungen, kein Auf Wiedersehen. Warum lassen sie gerade mich zurück? Er hat auch gesehen, was gerade passiert ist. Die Cygna ist Bobbins Mutter und die hat, ja, eigentlich ist der Bobbin damals gestorben bei der Geburt und die Mutter hat ihn praktisch mit Hilfe des Webstuhls, der halt große Macht besitzt, ihn zurück ins Leben geholt und wurde dann von den Ältesten bestraft, indem sie in einen Schwan verwandelt wurde. Genau, und sie besucht ihn einmal im Jahr an seinem Geburtstag. Das war kurz bevor er dieses Spiel hier angefangen hat. Also er wartet wie immer an seinem Geburtstag auf die Ankunft des Schwans. Der kam jetzt, aber irgendwas ist gerade hier schiefgegangen und jetzt wurden alle anderen Weber auch in Schwäne verwandelt. Nimm doch das Ei mal mit. Guck ich mir das Ei erstmal an. Die Hatchel mal mit. Das ist ja die Ziehmutter, die Pflegemutter sozusagen von Bobbin gewesen in all den Jahren. Und die sagt uns jetzt schon, etwas will es öffnen. Sagt uns jetzt schon hier eine Melodie für den Stab. Die gucken, hören wir uns gleich mal an. Hören wir uns mal den magischen Webstuhl an. Din, 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 din. Das sind dieselben vier Noten, die der Schwan auf die Ältesten spann. Sie hallen immer noch durch den Webstuhl. Ach, kann man den Stab von dem Alten einsacken. Fühlt sich schwerer an, als er aussieht. So, und das ist jetzt das Interface. Ich habe hier quasi eine normale C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, B, beziehungsweise im Deutschen ist es ja H, C. Und davon sind schon drei Töne freigeschaltet. Ich glaube, ich sollte zuerst auf etwas zeigen, genau. Jetzt kann ich mir hier Items anwählen, in dem Fall das Ei. Dann höre ich mir das nochmal an. E, D, G, D. Das will es öffnen. Und dann spiele ich jetzt einfach mal diese Melodie auf das Ei. Ist der Schwan raus oder kommt Hatchel raus? Ah, wieder noch. Das hässliche Entlein. Zum Glück bist du noch hier. Mutter Hatchel, bist du das? Weißt du doch ganz genau. Ich habe gesehen, wie du uns beobachtet hast. Was ist hier passiert, Hatchel? Das ganze Dorf ist davon geflogen. Ich hoffte, der Schwan würde kommen, um dich zu retten.
Aber ich hätte niemals erwartet, dass sie so etwas Hinterhältiges tun würde. Dich retten? Wovor? Vor den Ältesten. Sie wollten dich in einen Schwan verwandeln, wie auch mich. Sieht aus, als hätten gäben meine alten Knochen nur ein Küken her. Warum sollten die Ältesten das tun? Ich habe doch nichts Böses getan. Sie haben Angst vor dir, Bobbin. Warum sollte irgendjemand Angst vor mir haben? Seitdem du in unsere Welt gekommen bist, haben die Ältesten bemerkt, wie sich Chaos im Gewebe des Webstuhls ausbreitet. Sie glaubten, hofften, dass deine Geburt die Ursache dieses Chaos wäre und dass die Ordnung zurückkäme. Aber jetzt sind die Ältesten verschwunden und nur du bist da. Das kann nur eins bedeuten. Das Gewebe zerfällt aus eigenem Antrieb. Bald wird es zu einem Ende kommen und mit ihm alles, was mit seinen Fäden gewoben wurde. Der dritte Schatten naht. Gibt es einen Weg, ihn aufzuhalten? Das Chaos stoppen? Das versuchten die Ältesten. Nur wissen sie es besser. Du hoffentlich auch. Wenn wir das Chaos nicht aufhalten, was können wir dann tun? Wir können es erwarten oder fliehen. Der Schwan hat den Rest der Gilde vor dem dritten Schatten gerettet. Unser Weg liegt ganz klar vor uns. Wir müssen unserem Schwarm suchen und uns ihm anschließen. Du hast schon den Stab der Ältesten gefunden. Gut. Lege niemals aus der Hand. Du wirst am Anfang nicht viel spinnen können, nehme ich an. Aber je mehr Übung du hast, desto mehr Macht wird er dir geben. Solange du den Stab bei dir hast, weiß ich, dass es dir gut geht. Solltest du ihn verlieren, keine Angst, ich komme und helfe dir dann. Verlass die Insel, Kind des Webstuhls. Sie ist jetzt zu klein für dich. Deine Bestimmung liegt hinter dem Meer. Mutter Hatchel, wo gehst du hin? Folge den Schwänen. Ich würde zu gerne wissen, warum mich jeder Kind des Webstuhls nennt. Der muss auch mal die Vorgeschichte hören. Genau, der muss sich das Hörspiel auch mal reinziehen. Jetzt hören wir uns hier nochmal die Melodie an. C, da fehlen F, uns aber noch die Noten. G, C. Ja, die können wir noch nicht. Naja. Ich finde die Lore halt so geil eigentlich von der Welt. Die ist voll abgefahren. Ja, aber auch wirkt irgendwie, also wenn es jetzt ein Märchen gäbe. Ist gut, ja, das ist dann, aber schon. Ja, auch nicht. Nee, anders. Ich finde es witzig, dass der Bobbin heißt. Irgendwie ist das so lustiger Name. Ich lese gerade ein Buch von George R. R. Martin, eines der frühen. Auf Deutsch heißt das Die Flamme erlischt. Auf Englisch heißt es The Dying of the Light. Das ist ein Science-Fiction-Buch, ziemlich cooles Buch. Aber der Protagonist in dem Science-Fiction-Buch heißt halt Dirk. Und das ist halt irgendwie so komisch. Dirk. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran. Am Anfang fällt es aber so schwer irgendwie, weiß ich nicht, jemand, Entschuldigung an alle Dirks, aber so jemanden ernst zu nehmen, der Dirk heißt. Ich weiß nicht. Niemand heißt von sich aus Dirk. Dieter. Okay, da wären wir. Dann gucken wir uns jetzt hier mal im Dorf um. Also ich kenne das ja alles, du kannst auch gerne sagen, was wir machen sollen. Wenn ich Ideen habe, sage ich, genau. Mach einfach, was so nahe liegt, ist ja mal irgendwo. Wenn da Zelte sind, reingehen, reingucken. Wir können ja im Prinzip durch das ganze Geld einsacken, ist ja keiner mehr da. Stimmt. Also, aber können wir es auch keinem geben, um dafür Waren oder Dienstleistungen zu bekommen? Naja, wenn wir hier abhauen schon, dann haben wir halt die Taschen voller Geld. Die Leute hier sollten mal etwas besser aufräumen. Ja. Ich sehe rein gar nichts. Kannst du das Geld nicht einsacken oder was? Nee, man hat ja kein Inventar. Ich kann das Geld versuchen zu öffnen. Und eigentlich theoretisch. Der Spruch wirkt nicht auf das Gold. Also wenn du so orangene Glitzerdinger siehst, dann heißt das, funktioniert nicht. Kann man denn theoretisch auch schon Sprüche rausfinden, die man noch nicht gelernt hat? Also durch einfach ausprobieren, dass man solche Ideen Levitationsspruch einfach, der ist ja bekanntlichermaßen CDED. Achso, ich kann ja mal schauen, was haben wir hier, Lumpen, oder? Ob ich diese Lumpen schweben lassen kann. Ja, zum Beispiel. Haufen. Dieser Haufen muss noch gefärbt werden. CDED ist levitieren, das weiß man. Ich glaube nicht, dass ich das richtig gesponnen habe. Na. Muss am Spiel liegen. Ja, ich glaube auch. Hoppla. E-E-E-D. E haben wir noch nicht. Häusliches Grün. Buch. Das ist das Buch der Sprüche, das Hatchel mich lesen ließ. Ja, guck, Buch der Sprüche. Ich nehme es lieber mit. Wir haben kein Inventar. Nee. Wie können wir denn auf das Buch jetzt zugreifen, was wir jetzt anscheinend eingesteckt haben? Tja, werden wir sehen. Diese Wolle wurde noch nicht gefärbt. Grüne Wolle.
Grasgrün, nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Es blubbert. C, 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 T. Okay. Würde ich jetzt mal versuchen. Vielleicht kann ich das ja mit damit färben. Aha. Grün. Geil, oder? Ja, schon. Wären wir das auch noch? Grüne Wolle. Ja, aber er hasst grün. Ja, ganz out of character eigentlich, dass alles grün macht. Muss ja üben. So. Kannst du da oben rein in das Zelt? Nee, da habe ich schon probiert. Ganz ungewohnt, ne? Dass nicht die ganze Zeit irgendwie Musik läuft, sondern nur manchmal. Stimmt. Noch dabei CD als Hauptquartier. Command HQ von den F-Webern. Ah ja. Da habe ich auf die Möbel geklickt und den Öffnen-Spruch bekommen. Soll ich die mal öffnen, die Möbel? Ich sehe es nicht irgendwie. Nee, macht er nicht. Der Spruch wirkt nicht auf eine Möbel. Okay. Der hier. Aber wieso sagen mir Möwen den Öffnen-Spruch? Ja, ich schau mir das alles noch an. Ich bin hier nur Beifahrer. Muschel kann man öffnen. Die ist fest verschlossen. Der Guckler ist sogar fest verschlossen. Ja, vielleicht war die. Da hat er gerade. Die Möwe hat gerade ans Öffnen der Muschel gedacht. Ah! Also, hat gedacht, so, ah, diese Muschel, die mache ich mir nachher noch auf. So, Deckel auf. Ey! Ja, hin, bevor der. Git. Aber das bringt jetzt nicht viel, oder? Weiß ich nicht. Nee, da ist sonst nichts. Vielleicht nur, damit das System nochmal knallt. Das Geile ist, ganz geil, ist dass er halt hinter Objekten vorbeilaufen kann, oder? Ging das damals schon? Ja, aber ich weiß nicht, ob es davor schon ging. Glaube ich schon. Gefällt's dir bisher? Ja, ich finde es halt schön und guck hier schön zu. Ich finde es gut. Von oben als die Insel war, ganz am Anfang, hätte auch Melee Island sein können. Stimmt. Deep in the Caribbean. Das ist zum Beispiel voll schön gerade. Ja, total. Das sieht zum Beispiel in der VGA-Version nicht so cool aus. Ich muss mir das wirklich mal angucken. Mal. Die. Eine Eule drin. DC. DCC. Doch, ist leer. Immer noch leer. Soll ich auf das mal alle Kombinationen spielen vielleicht? Nehmen wir D. Ich glaube nicht, dass ich das richtig gefunden habe. Nicht, das ist kein Spruch. Okay. Okay, das war ein Spruch, aber wirkt nicht auf das. Ich habe Färben schon wieder vergessen. Vielleicht sollten wir hier mitschreiben. Ja, wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Vielleicht schon wieder vergessen. Färben und öffnen. Schläft tief jetzt. Und fest. Färb die mal. Die wollen färben. DCCC. Ja, deswegen sagt er eben, das geht nicht. Ja. Aber DCC. E war kein Spruch. E war kein Spruch und D. Nicht richtig. Okay. Trip. Aua, oh, ein Häschen. Oh. Ah, jetzt ist die. Gehen wir in den nächsten Screen, genau. Jetzt ist die im Loch, glaube ich, die Eule. Armes kleines Ding, ja. Genau so groß wie die Eule. Schlechterer Kämpfer, ah ja, D.
C, C, D. Und was bringt das? Aber schließt sich mir nicht, was für ein Zauberspruch das sein soll. Dann merken wir uns einfach mal. Vielleicht. Also, merkst du mir für 10 Sekunden. DCCC ist Färben und DCCD ist. Oh, was Neues. Ist Eulen. Löcher, der Löcherspruch. Was könnte es denn sein? Aber ich versuche gerade irgendwie mir zu erschließen, aber. Ja, guck, das kommt ja mit Idee an, unten links der Strand. Ja. Das hat auch die Adlib-Sound voll geil von Monkey Island. Total. Und jetzt ich stehe halt echt auf die alte Pixel-Grafik und auch auf den alten Sound. Das hat irgendwie was. Ich finde schön. Stehe ich halt hier blöd rum, ne? Nix mehr. Kann ich denn jetzt noch hin oder habe ich irgendwas unten übersehen? So, hier oben scheint nichts zu sein. Jetzt gehen wir den Weg nochmal zurück. Komisch, ne? Wir haben einen neuen Spruch gelernt jetzt von den Löchern. Vielleicht können wir den irgendwie im Dorf anwenden. In Zelten. D, C, C. D. War der neue. Weil wir wissen nicht, wofür der ist. Der war bei den vier Löchern halt. Hm. Es gibt ja auch nicht so viele Objekte, auf die wir das als anwenden können. Vier Löcher, wo Eulen drin sitzen. Ja. Vielleicht hat das was mit Dunkel zu tun. Ich probiere es mal mit der Dunkelheit hier aus. Geht dann das Licht an. Weil die Eulen so weise sind, geht ja ein Licht auf. Nee, weil die ja im Dunkeln gut sehen können. Der Eulenspruch. Aha, siehst du? Und ich wusste zwar nicht mehr, das war jetzt nur reine Echt? Logik. Ja. Ja. Der Haufen wurde noch nicht versponnen. Stroh. Ach, die spinnen halt einfach mal Stroh zu Gold. Warum liegt denn da Stroh? Weiß ich nicht, warum hat der einen Stab in der Hand? Das alte Spinnrad. DEDC ist Spinnen. DEDC? Bin ich aufgefasst eben. Musst du, glaube ich, auf Stroh anwenden. Ah, stimmt. Dann habe ich mehr Gold, oder was? Da liegt ja eh schon genug Gold, aber gucken. Ah, war auf jeden Fall richtig. Mach mal Gold. Geil. Ein neuer Ton. Der Haufen ist versponnen. Was mache ich jetzt mit dem F? F. Ich nehme jetzt an keinen Spruch, wo jetzt nur das F gefehlt hätte. Nee. Das B war vorhin mir da, was bei uns das H ist. Naja, ob es mal, da müssen wir aufmerksam halt. Bei dem Gefäß, da war ein höherer Ton, ne? Ja, es war B oder H oder so. Na gut, so viele Orte gibt es nicht, das gucken wir uns nochmal an. Ja, das B, E. 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 Weiß auch gar nicht, wie. Färben haben wir schon gekriegt. Ich weiß nicht, wofür das auch stehen soll. Da ist ein Gefäß umgekippt. Gibt es irgendwas, was sich umfärben? Vielleicht ein Wandteppich? Ja, wieso eigentlich nicht? Wir wollen mal ein bisschen Inneneinrichtung ändern. Grün ist aber wirklich keine schöne Farbe, zumindest jetzt nicht, um Raum einzurichten. Was war das DCCC, gell? Oh Gott, wir müssen das echt mitschreiben. Eigentlich ja, aber ich habe auch nichts zum Schreiben. Vielleicht machen wir eine Pause mal. DCC. Ja, aber der ist ja schon grün. Oh. Jetzt weiß. Gute Frage. Seit der Schaffung der Welt. Das Gold umfärben ist auch ein Quatsch, oder? Bringt ja nichts. Ist mal da. Ich verspielt. Bäbau. Nerd. Bei Guitar Hero hätte jetzt so einen Klönk-Sound gehabt. Aber ich kann da keine Farbe mehr einspinnen. Aber seltsam ist es, vor allem, wo ist denn da die Logik? Ich habe ja gar keinen Grund, die umzufärben. Vier Sachen ohne Grund. Habe ich nicht nach. Also nicht in Adventures.
Nicht LucasArts als Adventures, da ist alles durchdacht. Alter, der nächste Teppich ist abgerissen worden. Das hat auch irgendwas. Er sagt, er kann keine Farbe mehr einspinnen. Okay. Vielleicht bringt uns der Dunkelheitsspruch ja noch was am Friedhof oder so. Da sieht er irgendwo noch woanders noch was nicht. Wie langsam der geht, ey. Hier geht's vielleicht noch raus. Rauszugehen. Brauchen wir echt das hohe C. Die auch noch. Aber ganz viel. Da komme ich nicht. Seitdem er den Stock hat, dann geht es manchmal, Kleider machen Leute halt. Wenn du dich halt auf eine bestimmte Art und Weise anziehst, dann agierst du auch so. Wenn du einen schicken Anzug anziehst, dann bist du selbstbewusster, wenn du so einen Stock rumläufst. Gehst gleich wie so ein Opa. Stimmt. Finde aber am Stock gehen irgendwie ganz cool. Also kommst du auch langsam in das Alter. Fand das aber auch schon cool, als ich jünger war. Als du damals Loom gespielt hast, auch schon mit dem Stock immer rumgegangen. Vielleicht gehe ich deswegen so gern am Stock, weil ich Loom so gut finde. Ja, vielleicht. Ja, aber so, wenn ich im Wald unterwegs bin, mit so einem Stock, ist schon gut. Als Kind hat man ja auch mal so einen Stock eingesammelt im Wald, fast erst. Das mache ich auch jetzt noch. Weil den brauchst du zum irgendwo reinbohren, Leute verdreschen, sich abstützen, wenn es anstrengend wird. Richtig. Ich habe das Gefühl, wir müssen den einen Wandteppich reparieren. Ich glaube nicht, dass wir den Spruch schon haben, aber das... Oh, ne. Das ist gut möglich. Ich habe das Gefühl, dass wir den... Wir haben jetzt öffnen, färben und dunkel oder hell machen. Im Dunkeln sehen. Ja. Leuchten. Nochmal Sternenhimmel. Nimm mal, das ist erleuchten. Unten das am ist halt Steg. Das ist halt so, weißt du, so eine Metapher von den Eulen. Ja. Die Aussicht von der Klippe ist besser, ja. Gleich so, klingt gleich so meckrig. Ja. Was ist denn hier, wenn ich immer in die Löcher... Ich kann ja mal in die Löcher reingucken. Guck mal in die Löcher. Nicht färben, was du gerade gemacht hast? Doch, ja. Okay. Ja, nicht. Oh, da links noch ein bisschen. Damit vielleicht nicht vielleicht kann ich das Gestrüpp in Gold verwandeln und dann da weiterkommen. Anderer Spruch ist ja nicht in Gold verwandeln. Anderer Spruch war Spinnen. Da hat nur... Im Gedenken an Lady Sygnia Threadbare. Fadenscheinig. Und ein Schicksalsblitz zieht durch den Himmel, sein Donner halt weit übers Meer bis zu dem Platz, an dem ich warte, dem See der Wunder und der Seelen, am Tag, da sich der Himmel öffnet und der Baum gespalten wird. Tag, da sich der Himmel öffnet. Wir müssen was öffnen. Oh, wir müssen den Himmel öffnen. Ja. Das ist es doch. Öffne mal. Näher ran. Ah, da müssen wir jetzt Klippe. Zum Baum rauf her. Mal gucken, ob da links noch irgendwas zu tun ist. Nicht, dass wir den ganzen Weg jetzt wegschleichen. Und dann kann man dann am Gestrüpp noch was machen oder man kann auch einen Schritt nach links gehen oder noch irgendeinen Grabstein anklicken. Schleichen oder so. Ist das richtige Stichwort. Wir suchen die Location noch einmal richtig. Das ist das Schlimmste in Adventures, wenn du im Geiste irgendeine Location abgehakt hast, dann liegt irgendwo da hinten noch ein pixelgroßer Radiergummi, den du aber danach bei der Pfandleihe brauchst oder so. Und dann denkst du aber nie mehr an diesen Ort und dann hängst du da ewig fest. Das ist furchtbar. Das ist so offen, wie ein Gestrüpp nur sein kann. Was haben wir denn noch? Also färben muss ich das nicht. Nein, es ging mir darum, ob wir irgendeinen Hotspot übersehen haben, weißt du, oder mal noch nach links laufen kann oder so. Nee. Das waren die schlimmsten Spiele wirklich früher, die so diese Pixelsuche hatten, wo du wirklich Items oder bestimmte Hotspots so klein waren, dass du so mit der Maus praktisch so den ganzen Bildschirm abscannen musstest, so linienmäßig richtig. Ja, früher gab es ja noch gar, also Hotspots, dass es aufpoppt, das ist ja, gab es ja gar nicht die ganze Zeit. Am Anfang musstest du noch auf Schau und dann irgendwo draufklicken und wenn es dann was zum Schauen gab, dann. Ja, genau, und du musstest aber dann gemeldet. Halt, teilweise waren ja aber auch die Items oder Hotspots oder was auch immer so klein, dass du halt wirklich mit der Maus dann so da überall rumfahren musst und gucken, ob ich da was finde und draufklicken kann. Das war nicht das beste Spieldesign. Das wirkt hier ganz vernünftig. Aber cool, wir haben eine Mission, würde ich sagen. Wir machen den Himmel auf. Wir machen den Himmel auf. Für euch, bei GameTube, wie immer. Ja. Aber erst gehe ich hier oben noch in Position. Gehst du in Position? Gibt es noch was Wichtiges zu sagen, bevor wir die Folge beenden?
Nee, aber ich kann noch Trivia sagen, beim Rat des Councils, beziehungsweise beim Elder, beim Rat der Ältesten, wo wir Rat des Councils, beim Rat der Ältesten, wo wir gerade waren, da lief das Stück Danse de Petit Signe Moderato. Ah nee, Quatsch, siehst du? Falsch gesagt. Das war alles Quatsch. Das ist ja auch schlecht aufgeschrieben. Daniel hat sich hier was notiert. Ach nee, siehst du mal. Okay, das Loom-Theme am Anfang, das war der Pas de Trois Allegro aus dem ersten Akt, Teil 4. Elders Council ist Danse de Petit Signe Moderato. Und den Danse de Signe Allegro Moderato, den aus dem zweiten Akt des Schwanensee, den werdet ihr nachher erkennen, wenn wir in der Glasstadt sind. Egal. wir sehen uns wieder in der zweiten Folge hoffentlich von Loom. Bis dann. Bis dann.